Auf geht's, oder? Jawohl. Bin sauber da. Wir fahren in den Osterurlaub. Draußen schneit's. Klasse. Wir zeigen es euch gleich. Heute haben wir den 23. März. Ja. Schnee, Schnee, Schnee. Auf geht's in den Süden. Auf geht's in den Süden. Willkommen in Frankreich. In diesem Abenteuerurlaub stellen wir euch ein wildes Frankreich vor. Die stürmische Camargue mit weißen Pferden und wilden Stieren. Stürme, die unser Zelt zerstören. Ein Hochwasser, das unser Jogger und uns an die Grenzen bringt. Außerdem noch die wilde Ardèche-Schlucht. Viel Spaß beim Anschauen. Was? Fahren wir. Kommt der Bus auch vorbei? Also wir sind auf der Autobahn A4, fahren Richtung Süden. Und zwar genau nach Südfrankreich. Jetzt machen wir die erste Pause. Und die Toilette hier, mein lieber Scholli, das sieht aber alles schon ganz schön modern aus, ne? Mhm. Freiwillig jetzt auch. So kennen wir das hier von Frankreich eigentlich schon nicht, ne? Ja, ja, okay. Ja, da gibt's noch Wasser. Alles sehr modern. So, das Grün. Und dann gehen wir mal rein. Sauber, Desinfektion, Papier und das da finde ich auch klasse. Da kommt die Seife raus und dann wende ich bei die Tür und hier bin ich da. Und schmeckt's? Ja. Ohne Mampf kein Kampf. Sie. Jetzt geht es weiter Richtung Dijon, oder? Genau. So, in Sachen Südfrankreich, na, da haben wir so ein bisschen zwiespältige Gefühle. Wir waren früher als 2-3 Mal im Jahr ohne in Südfrankreich in der Camargue. Aber in den letzten Jahren ist die Kriminalität immer größer geworden. Und ich muss sagen, ja, ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, ob alles gut geht. Und das haben wir in Albanien gar nicht gehabt, ne? Nee. So. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, ne? Genau. Ob die Regen wird das noch drüber. Dann geht's weiter. Sagen wir, für Durchschnittsverbrauch 7,2 ist alles zu wenig, ne? Und ich habe nicht nur gedrückt, mein Schatz. Sag dazu mir jetzt auch gar nichts. Okay, du kleiner Verkehrsrauli. So, wir haben noch ca. 50 Kilometer zu unserem heutigen Übernachtungsplatz. Da wir ja schon bitter fortgefahren sind, wollen wir nicht mehr durchfahren. Wir haben uns überhaupt Park von Hyatt, einen Übernachtungsplatz ausgesucht. Der liegt bei Macon, noch vor Lyon. Und da war absichtlich mal sie übernachten. Wenn er uns gefällt. Ne? Vorausgesetzt. Vorausgesetzt. Dann fahren wir morgen weiter durch Lyon. Das sind noch ungefähr 60, 70 Kilometer. Yippie, ich bin auf Steuer. Ich darf fahren. Du darfst fahren, mein Schatz. Toll. So. Laut Navi, nach 32 Minuten und da sind wir in unserer Tagesetappe angekommen. Ja, wie gesagt, wir haben uns den Platz im Park von Hyatt ausgesucht. Da ist nochmal ein Freistehplatz. Und wenn wir uns dort wohlfühlen sollten, das Bauchgefühl stimmt und dann bleiben wir am Platz. Genau, mein Schatz. Früher sind wir immer gefahren, bis wir kurz vorm Koma, bis wir nichts mehr geregelt haben. Und jetzt sind wir schon 3 Tage älter, also würden wir es doch vielleicht ein bisschen ändern, ne? Ob das so klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe es stark. So, Tanja, das ist unser Übernachtungsplatz. Gucken wir uns das Ganze mal an, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bleiben sollen. Ja.
bin mir auch nicht sicher. Also hier scheint so eine Art Hundesportfest zu sein irgendwie. Ich filme noch gerade über den Platz. Kleines, ich denke, wir fahren noch ein bisschen weiter. He? Wir sind zwar müde, aber das da ist nichts. Nee. Das ist ein bisschen viel. Gut, da gibt es noch einen Platz, so einen Wohnmobilstellplatz, der ist aber hinter Lyon und der ist auch ziemlich in der Stadt. Aber irgendwann müssen wir über hier so fahren. Ne? Mhm. So, ich kann schon langsam unkonzentriert, haben wir festgestellt, im Kreisen vorhin. Ja. Ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde weiter und dann muss die Tanja da recht. Ich denke, ich fahre zuerst, bevor es dunkel wird. Okay, machen wir so. Ne? Machen wir so. Okay, Tanja fährt weiter. Kurz vor Lyon. Wir haben noch 48 Kilometer bis zu unserem heutigen Übernachtungsplatz. Ja. Nach 400 Metern auf Route Nationale 383 fahren. Ich bin mal gespannt, was die Action 4 so bringt bei dem Licht. Ne? Oh ja. Das macht doch Spaß, oder? Schatz, gehen wir noch ein paar Köttbilla essen? Ich habe heute Abend reicht mal irgendwie eine. Ja, okay. Tanklager, ne? Das sind jetzt die Raffinerien von Lyon. Oh, Da riechen sie was auch. Genau. Schön, Kirmes. Also Mönneser, halber neun, der andere Wohnmobilstellplatz, den wir angelaufen sind, der war auch total belegt, haben wir das aber nicht gefilmt, war aber schon ein bisschen genervt. Wir waren schon genervt, genau. Ja. Und jetzt sind wir wieder zurückgefahren, jetzt haben wir hier einen Platz gefunden, sehr abgelegen, hinter einer Firma, das sind noch Toiletten, die sind offen und wir stehen hier ganz allein und da tun wir jetzt hier die Nacht verbringen. Hoffentlich ruhig, ja. Und wir hoffen, dass wir morgen auch hier noch mal rauskommen, weil da vorne waren Schranken gewesen, dass wir dann mit unserer Dachbox noch mal durchkommen. Naja, gut, sagen wir es so, eigentlich, ist morgen Sonntag. Ich bin schissig. Ja, so, das Auto haben wir schon so weit umgebaut. Wir zeigen es mal ganz kurz. Da vorne ist jetzt die Kühltasche. Hier unten drunter ist die Küchenzelle. Die Verdunklung haben wir jetzt auch schon dran. Das ist die hübsche Tanja. Und das Bett ist auch schon so gut wie gemacht, ne? Jawohl. So, sonst schauen wir halt oben, das ist ja keine Eventbeleuchtung, ne? Nein. Das ist ja Bärchen. Ja. So, gehen wir so gleich zum gemütlichen Teil über, ne? Machen wir. Guten Morgen. Jo, moin. Die Regen geht das nicht unterwegs. Man hier an sich eine ruhige Nacht gehabt, aber wach gehen, wollten rausgehen, hat geregnet ohne Ende. Habe ich gedacht, das ist nicht der ganze Urlaub so weiter. Uiuiui. Gucken wir mal gleich einen Wetterbericht, gell? Jo. Oder wollen wir es noch gar nicht wissen und fahren erst mal Stück? Fahren Sie erst mal. Gute Idee. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erst mal auf den Rastplatz. Und dann frühstücken wir mal. Genau. Das ist eine gute Idee. Das. Bitte internes Mikro, hoffentlich versteht man uns. Es windet nämlich sehr. Ja, wir sind jetzt circa eine halbe Stunde vor Orange, das ist richtig, was ich sagen. Richtig. Und das spricht mir ja gar nicht. Nein. Ich will krank werden. Also wir sind jetzt Gefahr, bis wir endlich mal ein bisschen Sonne gesehen haben. Jetzt haben wir gemütlich gefrühstückt, ein gutes Kaffee getrunken, die Solarzelle haben wir auch aufgebaut. Das blöde Kabel, das ich mal gerade fand, um die Blödi im Auto aufzuladen, funktioniert noch mal nicht. Das ist zum Mäusemelken. Gut, jetzt ist sie wieder voll und jetzt fahren wir weiter ab Richtung Camargue. Noch eineinhalb Stunden ungefähr, dann sind wir am Ziel. Jawohl. Hoffentlich mit Sonnenschein und ohne Wind. Es war ein Nachmittag auf der
alte Straße nach Nien. Staub lag auf der Kanal und die Sonne, sie schien. Noch 100 Kilometer, da sind wir endlich in der Camargue. Oh. Wetter ist sehr schön, aber man muss sagen, sommerlich ist es nicht. Es geht auch ein bisschen Wind, ne? Mhm. Guck mal, vielleicht kann Tanja mal zeigen, wo wir sind. Nee, mal abgebohrt, müssen schon da irgendwo sein, ne? Ja. Und die französischen Raststätten, die sind wirklich einmal frei. Wir gehen berieselt hier mit Musik. Hier kann ich die Raststätten auch bewerten, ob sie sauber sind oder ob es gefallen hat. Ja. Weiblein, Männlein, alles Elektronik. So. Und das ist eine Behindertentoilette. Ich muss schon sagen, da bin ich begeistert. So, es haben aber genug Toiletten-TV gemacht. Und da ist der Sascha. Tanja ist immer noch im Recherchieren. Und ungefähr da dürften wir jetzt stehen. Okay, dann biegen wir hier gleich von ihm ab aus Richtung Aal, ne? Genau. So, Schatz, Endspurt, ne? Aal ist auch schon ausgeschildert, einmal frei. So, jetzt kommen wir an die letzte Saarstelle vor unserem Zielort. Gucke, was es vorstellt uns wieder. Route des Saint Marie de la Mer, D570. Wow, endlich wieder zurück in der alten Heimat. Thomas, die Insel Giraud ist auch schon ausgeschildert. Im Kreisverkehr abfahren auf Route des Saint-Maries de la Mer. So, mein Schatz, schauen wir es gleich, oder? Noch 30 Kilometer. Ja, und nach 30 Jahren, oder? Fast 30 Jahre. Fast 30 genau. Jahre ist es ja, wenn wir hier waren, ne? Und an dem Haus da hinten sieht man das Wappen der Camargue. Und ein Rentsch. Nach 600 Metern links abbiegen auf Rue Marcel Carrière. Okay. Im Moment ist hier der Kreisel gesperrt. Warum, wissen wir nicht. So, jetzt sind wir in Saint-Marie. Und jetzt geht's wieder weiter. Hier ist die Straße gesperrt. Und wir wissen nicht warum. Und wir wissen nicht warum. Das ist gerade, ja, wie ihr gesehen habt, ein Polizeiauto vorbeigefahren, glaube ich. Irgendwas müsste doch passieren, oder? Fährt uns hier auf der Straße Gefahr, Danger. Oh. Kann man das lesen? Tanja, das sind wilde Stiere und Pferde. Das ist echt gefährlich, das da. Gefahr. Pferde und Stiere auf der Straße. Gut. So, es wird ernst. Den sieht man jetzt auch, ein ganzer Haufen Camargue-Pferde angeritten. Ja. Eskortiert, vorne ist die Polizei. Und da müssen wir gucken, ob nicht da noch die Stiere dabei sind, nicht, dass man auf die Hörner geholt werden, gell, Schatz? Ja. Also es kann Sinn, dass ich mich versehe, aber ich denke, da sind Stiere mit in der Pferde drin. Ja, ja, Schatz, da sind Stiere drin, mit in der Mitte. Sind wir noch nicht richtig hier, haben schon die erste Highlight gesehen. Ja. Ich denke, jetzt müssen wir auf die nächste Fuhre Pferde und Stiere warten, weil die Straßen sind alle gesperrt, wir kommen nicht weiter. Aber die Musik ist auch schon klasse, oder? Und wenn es mal etwas länger dauert, ne? Sneakers haben wir aber, kennst du? Nee. Aber Tanja, guck mal, da hinten. Jawohl. Da kommst du, komm, guck. Eine ganze Herde Camargue-Pferde.
Hui. Gut, gehen wir es an, oder? Jawohl. Campingparadies, okay. Gehen wir rein. Ja, wir haben jetzt auch unser Zelt aufgebaut, aber man ist alles nicht gefilmt. Man muss schon sagen, wir waren doch ein klein bisschen gestresst gewesen. Das kann man laut sagen. Ja, wir haben hier nicht den allerbesten Platz erwischt. Wir sind bei 500 Meter bis auf die Toilette. Es sind zwar sanitäre Anlagen, aber die sind in der Vorsaison scheinbar noch geschlossen. Es ist auch nicht der allerschönste Platz für es, ein Heckzelt zu bauen. Und das Heckzelt von Februar heißt das, ne? Mhm. Das haben wir also auch das erste Mal aufgestellt. Ja, das hat, klappt auch nicht alles so, wie es klappen soll. Sind schon direkt zwei Leute gekommen, ja, und wollten uns helfen festhalten. Also ganz ehrlich, jetzt, das Wetter ist windig, aber sonnig, das sieht man ja. Aber ja, im Moment sind wir also wirklich nur gestresst. Das geben wir uns, Mia, gell? Ganz genau so. Komm, wir gehen mal. Jawohl. Schöne Aufnahme, das da. Und hier konnte man früher noch mit dem Auto kilometerweit weiterfahren. Da hat die Tanja und ich vor 30 Jahren schon im alten Opel Kadett geschlafen. Da hat doch keiner gewusst, was Vanlife oder Freistehen oder irgendwie was ist. Ne? Genau. Da, vor 30 Jahren, ja, war schöne Zeiten. Jo, jetzt sehen wir hier aber auch, warum dieser Abschnitt jetzt da gesperrt ist. Dün fragiles. Naja, das kann ich zwar kein Französisch, aber fragil würde ich mal sagen, die sind empfindlich. Und jo, leicht zerbrechlich. Also sind schützenswert. Aber sehen kann man hier. Kamarkpferdchen, Flamingos. Und das wollen wir alles nicht sehen. Ah, hier habe ich wieder auch eine schöne Karte von der Camargue. Ich zeige es euch mal. Hier sind wir. Wir sind früher mit dem Motorrad, das waren ca. 36 Kilometer, bis hierher gefahren. Dann nochmal zurück. So, dann gehen wir weiter. Und von hier aus haben wir so einen Blick über den Camping La Brise. In Sommerie hat auch mal der berühmte Maler Vincent van Gogh gewohnt. Weißt du das? Ja. Okay, ich habe gedacht, ich hätte so eine Bildungslücke entdeckt. Und hier sehen wir auch ein schönes Gemälde davon. Gemälde. Und gemalt hat er das scheinbar 1888. Vincent van Gogh. Mhm. So, jetzt haben wir für die Kultur doch auch schon was gemacht, oder? Auf jeden Fall. Gehen wir weiter, ne? Gehen wir weiter. Machen wir noch einen kleinen Stadtbummel. Machen wir. Und im nächsten Teil geht unser Stadtbummel durch Sainte Marie de la Mer weiter. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, schenkt uns doch ein Like und ein Abo. Das ist natürlich völlig kostenlos.